Oft erzählt Thomas' Tante Clarissa, dass in ihrer Jugend die Menschen Europa verließen, um anderswo ein besseres Leben zu führen. Dieselbe Hoffnung bringt heute viele nach Europa. Diese Herausforderung muss Europa als Chance begreifen. Im Jahr 2010 zum Beispiel erhielten 2,5 Millionen Menschen eine EU-Aufenthaltsgenehmigung. Manche kamen wegen Arbeit, andere zum Studieren oder aus familiären Gründen. Menschen, die nicht aus einem EU-Land stammen, machen 4% der EU-Bevölkerung aus. Sie bereichern Europas Gesellschaften mit kulturellem Reichtum, Vielfalt, Schaffenskraft und Fähigkeiten. Heutzutage leben Europäer immer länger und haben immer weniger Kinder. Europa wird immer älter. Heute entfallen noch 4 Arbeitende auf einen Menschen über 65. Im Jahr 2060 wird das Verhältnis nur noch 2:1 sein. Thomas weiß, dass eine geringere Anzahl von Erwerbstätigen zu Problemen führen kann, wie zum Beispiel bei der Finanzierung der Rentensysteme. Auch fehlt es Europa in manchen Bereichen schon jetzt an Arbeitskräften, trotz der beunruhigend hohen Arbeitslosigkeit. Davon betroffen sind vor allem die Lebensmittelindustrie und häusliche Dienstleistungen. Dem Staat fehlen Arbeitskräfte in der medizinischen Versorgung und im Bildungswesen. Darüber hinaus fehlen Europa Fachkräfte wie IT-Spezialisten und Techniker im Gesundheitswesen. Migration kann hier helfen, das Problem an sich löst sie aber nicht. Dazu sind Maßnahmen vonnöten wie Rentenreformen, längere Lebensarbeitszeiten und eine erhöhte Beschäftigung von Frauen. Thomas versteht, dass Reformen nötig sind. Von gut durchdachter und gut organisierter Einwanderungspolitik profitieren sowohl das Zuwanderungsland als auch die Immigranten.